Ey, ich wollte eine Sache, wollte ich euch kurz zeigen. Lass mal darauf reagieren. Kurz Real Talk auf euren Noch vor Nacken. einem Jahr haben hochintellektuelle Menschen gesagt, Ungeimpfte sollen in so eine Veranstaltung nicht reinkommen. Noch vor einem Jahr. Da musste man Nachweise bringen darüber und irgendwelche Pässe vorlegen und wurde beschimpft von seinesgleichen dafür, dass man Zweifel hatte. Noch nicht mal sich geweigert hat. Dass man Zweifel daran hatte, dass so ein Bisowski wie Karl Lauterbach wirklich die Wahrheit sagt. Ich meine, wenn der so glaubwürdig ist wie seine Ausstrahlung, dann bin ich der Papst. Okay, auch das sollte man heute immer noch nicht sagen, weil es ist ja noch nicht vorbei. Die Grabenkämpfe, die toben ja noch. Und der Widerstand derer, die intolerant waren, maßlos, weil sie sich auf der richtigen Seite gefühlt haben, und zwar quer durch alle Berufsgruppen, von Prominenten bis zu Nicht-Prominenten, der ist noch lange nicht gebrochen, so lange nicht, wie man einen Indizienprozess darüber führen wird, was da eigentlich in den letzten 2,5 Jahren passiert ist. Und das sage ich nicht als Querdenker, sondern das sage ich als vernünftiger Mensch, der sich fragt, warum haben wir zum Beispiel gerade so eine Grippewelle? Sind 12 Millionen Leute mittlerweile krank? Kann das sein, dass die Masken vielleicht unser Immunsystem kaputt gemacht haben? Kann das sein? Ich weiß, ich frag's nur. Oder gibt's andere Gründe? Und warum hat man sich 20 Mal impfen lassen und sitzt dann in der Bundespressekonferenz als Testimonial für Karl Lauterbach und sagt, ich weiß nicht, warum ich krank geworden bin. Das ist ein guter Grund, sich das 21. Mal impfen zu lassen. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Nochmal. Vor einem Jahr haben hochintellektuelle Menschen gesagt, Ungeimpfte sollen in so eine Veranstaltung nicht reinkommen. Noch vor einem Jahr. Da musste man Nachweise bringen darüber und irgendwelche Pässe vorlegen und wurde beschimpft von seinesgleichen dafür, dass man Zweifel hatte. Noch nicht mal sich geweigert hat. Dass man Zweifel daran hatte, dass so ein Bisowski wie Karl Lauterbach wirklich die Wahrheit sagt. Ich meine, wenn der so glaubwürdig ist wie seine Ausstrahlung, dann bin ich der Papst. Okay, auch das sollte man heute immer noch nicht sagen, weil es ist ja noch nicht vorbei. Die Grabenkämpfe, die toben ja noch. Und der Widerstand derer, die intolerant waren, maßlos, weil sie sich auf der richtigen Seite gefühlt haben, und zwar quer durch alle Berufsgruppen, von Prominenten bis zu Nicht-Prominenten, der ist noch lange nicht gebrochen, so lange nicht, wie man einen Indizienprozess darüber führen wird, was da eigentlich in den letzten 2,5 Jahren passiert ist. Und das sage ich nicht als Querdenker, sondern das sage ich als vernünftiger Mensch, der sich fragt, warum haben wir zum Beispiel gerade so eine Grippewelle? Sind 12 Millionen Leute mittlerweile krank? Kann das sein, dass die Masken vielleicht unser Immunsystem kaputt gemacht haben? Kann das sein? Ich weiß, ich frag's nur. Oder gibt's andere Gründe? Und warum hat man sich 20 Mal impfen lassen und sitzt dann in der Bundespressekonferenz als Testimonial für Karl Lauterbach und sagt, ich weiß nicht, warum ich krank geworden bin. Das ist ein guter Grund, sich das 21. Mal impfen zu lassen. Wisst ihr noch, was ich gesagt habe? Wer kann sich noch erinnern? Offensichtlich, was hier gerade passiert. Es gehen ein paar Sprachmemos rum, ein paar Stories, ein paar Berichte und alle rennen in die Läden rein, kaufen sich Sachen. Sag mal, checkt ihr nicht, dass die genau das schaffen, was die schaffen wollen? Angstmacherei, Kontrolle, uns vorschreiben, was wir zu tun haben, was wir nicht zu tun haben, Freiheit einschränken. Ein normaler, gesunder Mensch kann von diesem Virus nicht sterben. Wir sollen keine Angst vor dem Virus haben, wir sollten Angst davor haben, was die Regierung mit uns macht. Was passiert hier gerade? Keiner weiß genau. Aber wir machen trotzdem alles, was die uns sagen, Digga. Und wenn die mir sagen, ich muss zu Hause bleiben, dann werde ich rausgehen. Ich werde 100% rausgehen. Ich bin bereit, für meine Freiheit zu sterben. Und jeder von uns muss bereit dafür sein, wenn wir hier auf dieser Welt leben. Es gibt noch Leute, die dagegen kämpfen. Und wir müssen das auch machen. Egal, welche Hautfarbe, welche Rasse, welche Ideologie wir verfolgen. Lass uns nicht vergessen, dass wir ein Herz haben, dass wir Menschen sind. So, kurz mal als kleine Anregung an der Stelle. Ja, Digga, heftige Zeit auf jeden Fall. Heftige Zeit. So ein Shitstorm dafür kassiert, ist unfassbar. Die haben meine Karriere weggenommen dafür. Die haben mir alles genommen, Bro. Alles, aber nicht mein Herz und mein Menschsein. Ich küsse dein Herz. Ich küsse euer Herz. Ich schwör's dir. Und ich war mir dessen bewusst, ich habe es ja auch in dem Video auch selber gesagt schon. Ich war mir dessen bewusst, aber ich war bereit dafür, weil ich für die Wahrheit einstehe und mich nicht kaputt machen lasse von diesem Mainstream-Scheiß. Ich schwör's dir. Und ich bin heute immer noch stolz darauf, dass ich das getan habe. So. Ihr müsst nicht meiner Meinung sein. Gibt's bestimmt ein, zwei Leute, die sagen, ah nein, nein, dies, das, bla bla bla. Aber ich bin froh und ich bin stolz. Ich bin stolz, dass ich hier sitzen kann und sagen kann, dass ich vor 2, 3 Jahren versucht habe, die Leute aufzuwecken. Denen zu sagen, was die Wahrheit ist, weil ich hab's gespürt. So. Ich hab's gespürt und ich hab meinem Gefühl freien Lauf gelassen, weißt du? Ohne Rücksicht auf Verluste. Hab viel dafür kassiert. Aber am Ende kann ich mir in den Spiegel gucken. Ich kann mir sagen, du hast alles dafür getan. Du kannst stolz auf dich sein.
So. Und das kann mir auch keiner nehmen. Und mein Herz und mein Menschsein kann mir auch keiner nehmen. Die können mir mein Geld nehmen, meine Karriere nehmen. Die können mich in Deutschland auf irgendwelche Listen packen. Aber am Ende des Tages bin ich immer noch hier. Wir sind immer noch da, meine lieben Freunde, ja? Wir sind immer noch da. Love Gang ist am Start auf jeden Fall. Ich küsse euer Herz. Einmal Liebe in den Chat. Gib mal ein paar Herzen rein. Gib mal ein paar Herzen rein jetzt, Freunde. Für die Liebe. Für die Vibes. Ah. Geil. Danke für alle, die hier ein bisschen Liebe reingefetzt haben. Ich küsse doch euer Herz. Bleibt so, wie ihr seid, meine lieben Freunde.